Ja, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft auf meinem Vanilla-Server. Ja, etwas vernachlässigt das Projekt, aber ich denke, jetzt wird es ein wenig vorangehen. Ich möchte definitiv dieses Haus in Aufnahme noch fertig bekommen und dann einfach mal schauen, was die Zukunft bringt. Natürlich bin ich mal auf Vorschläge gespannt, aber wir haben ja noch einiges zu tun. Ich schaue mal wieder in die Ego-Perspektive und ihr seht, dass hier erstmal ein Zaun ist und der Ausblick ein bisschen beschränkt. Das Obergeschoss ist noch nicht fertig, der Keller ist noch nicht fertig. Mal schauen, ob da irgendwas unten drin ist. Sieht nicht so aus. Ja, ihr seht vielleicht schon in Texturen. Ich habe mir die Swax Vanilla Texturen geladen. Das ist eher vom Farbton an das Vanilla Minecraft angelehnt und nicht mehr zu... ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich denke, ihr seht, dass die 3D-Texturen sind trotzdem noch drin. Die sind übrigens standardmäßig drin in diesem Vanilla-Pack. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung, denn sonst darf ich das in meinen Aufnahmen ja auch gar nicht verwenden. So, mal eben hochschauen. Wir müssen auch noch eine Treppe nach oben bauen. Und hier muss ich aufpassen. Ab und zu spawnen hier Monster. Ich weiß nicht, ob die oben auf dem Dach spawnen. Und, dann hier vorne runterplumpsen. Das heißt, wir müssen den Birkenboden definitiv weiter ausbauen. Ich denke, das ist auch das Erste, was wir tun. Die Jessie ist ja nicht mehr da. Wir haben das letzte Mal, ihr seht es da hinten, den Marktplatzbrunnen gebaut. Da vorne hat der Pesti sein Haus errichtet, was er in seiner, ich glaube, es heißt nicht mal Back to the Roots, aber ich, ja, ich weiß nicht, wie er das macht. Schaut einfach auf seinen Kanal vorbei. Den habe ich ja in den empfohlenen Kanälen in meinem Kanal drin. Rechts auf der Seite, wenn ihr zumindest im Browser seid. Wie das mit der App aussieht, weiß ich nicht. Hier haben wir das zum Abschluss gebracht. Wir müssen diesen Weg auch noch anschließen. Das ist auch noch einiges an Arbeit zu tun. Aber ich denke, das werden wir nach und nach hinkriegen. Ich werde jetzt erstmal die unschönen Sachen hier beseitigen. Zum Beispiel, wo ich off-screen mit dem Pesti ein wenig zusammen rumgeguckt habe, hat hier dummerweise der ein oder andere Creeper, weswegen ich übrigens auch das Mob-Griefing ausgeschaltet habe, ein bisschen Unheil gestiftet. Dann müssen wir mal schauen, haben wir noch genug Birken? Ich werde jetzt auch nicht in Pestis Haus reingucken oder so, weil ich nicht weiß, ob er schon wieder was Neues erlebt hat, beziehungsweise, ja, nee. Schaut einfach auf seinen Kanal, wenn euch das interessiert, was der Pesti dort gezaubert hat. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch, nein, ich habe keine Birkensetzlinge mehr dabei. Wir werden, ja, nah an Pestis Haus rankommen, aber wie gesagt, reingucken will ich nicht. Es ist sein Haus, seine, ja, Serie und da... Ja, genau. Da möchte ich nicht dazwischen funken. So. Wie gesagt, wir brauchen, wieder einiges am Birkenholz. Ja, durch den Pesti übrigens, man kann ihn nicht oft genug erwähnen. Nein, Quatsch. Ist ein guter Together-Partner, mit dem ich sehr gerne aufnehme. Und auch abseits der Aufnahmen ein wenig quatsche. Ja, hat mich ein wenig zu den Mods gebracht. Weswegen natürlich die Zukunft des Vanilla-Projektes noch ein wenig in den Sternen steht, denn dadurch, dass ich Gefallen an technischen Mods gefunden habe, weiß ich nicht, ob ich diese Welt nicht doch auf eine Technikwelt konvertiere. Das heißt, ich müsste wieder zurück auf 1.7 und das heißt, das ganze Diorit und so weiter wird verschwinden. Die Chunks müssen neu generiert werden, die schon erkundet habe, zum Beispiel die 1.8er-Chunks, wo ich dieses Diorit zum Beispiel habe, also hinten am Steinbruch. Das wird alles verschwinden. Weiß ich noch nicht, ob und wie ich das mache. Das Problem ist, wenn ich weiter darauf beharre, den Server irgendwann mal public zu machen, dass ihr als Zuschauer auch hier drauf bauen könnt und spielen könnt, dann weiß ich nicht, ob Vanilla nicht doch besser ist, denn der ein oder andere wird sich vielleicht mit den Mods nicht zurechtfinden, also so ging es mir zumindest am Anfang auch. Ja, man muss halt die Berührungsängste erstmal überwinden, aber ich denke, wenn das gepackt ist, naja, und jeder ist auch nicht bereit, sich noch eine zweite Minecraft-Instanz zu bauen, wobei das natürlich mit den
Launchern schon um einiges leichter ist heute. So. Ja, Inventory Tweaks habe ich nicht mehr drin. Das heißt, die Birkendinger werden nicht mehr nachrutschen. Also das Birkenholz, ne? Ihr kennt das ja, wenn ihr einen Stack aufgebraucht habt, dann ist mal automatisch das Holz oder was auch immer ihr in der Hand hattet, nachgerutscht. Und hat für ein bisschen Flow gesorgt. Ja, das Problem ist, dass es Forge noch nicht für 1.8 gibt, beziehungsweise nicht für die... Wieso droppen mir keine Setzlinge mehr? Da vorne sind welche. Ja, für 1.8.7, wo ich jetzt aktuell drauf spiele, gibt es Forge noch nicht. War nicht so nah beieinander? Ich werde mal hier ein bisschen ausbreiten. Da hat der Pesti auch was zu tun, wenn er wieder einloggt und ein bisschen Birkenholz braucht. So, Schattenbugs kennen wir ja. Optifine ist das Einzige, was ich momentan drauf habe. Ich denke, das ist zu verkraften. Das heißt, der Server hat immer noch Vanilla-Status. So. Denn auf dem Server selber ist ja nichts gemacht worden. Wie gesagt, Mob-Griefing ist aus. Das heißt, die Creeper können jetzt explodieren, ohne die Welt in Mitleidenschaft zu ziehen. So, das gefällt mir nicht. Das sieht unhübsch aus. Ich mag das nicht, wenn... Achso, ich habe Better Grass übrigens angemacht. Mir gefällt das nicht, wenn... Du hast mich erschreckt. Wenn hier so ein Hang ist, so ein Abhang. Deswegen versuche ich das mal ein wenig... Oh, jetzt muss ich aber nach Hause, es wird schon dunkel. Deswegen versuche ich das ein wenig zu begradigen, beziehungsweise eben nicht zu begradigen. So. Und dann schnell ins Bett, wenn kein Monster unten im Keller ist. Das ist ja immer so ein kleines Problem. Vielleicht werde ich eine Monsterfalle unter dem Keller noch bauen. Aber wie gesagt, das Haus hat jetzt erstmal Priorität. Ich werde noch das restliche Birkenholz in meine Leisten packen. Warte mal, so. Wobei, das könnten wir... Ach ja, das Karottenfeld haben wir noch angebaut. Deswegen hatte ich die Hacke noch in der Hand. Genau, das kommt hier rein. Und hier ist noch genug Kohle drin, genau. Da haben wir ja jede Menge. Rottenflash. Ja, jetzt bräuchte ich natürlich Ex Nihilo hier. Dann könnte ich das Rottenflash zur Erde verwerten, kompostieren. Aber naja, Vanilla. So, wir brauchen definitiv noch ein Treppenhäuschen nach oben. Das Problem habe ich unten natürlich auch, wo jetzt noch die Leiter provisorisch steht. So, das war es auch schon mit den vier... Birkenlatten. So, ich weiß echt noch nicht, wie das später ausschauen wird. Warte mal. Ich habe genau das hier freigelassen. Das heißt, das müsste eigentlich schon, warte mal, das Dachgeschoss sein, ne? Ja. Ja, denn mehr als ein zweites Stockwerk möchte ich nicht haben. Einfach, weil ich nicht weiß, was ich da reinmachen soll. Ja, vielleicht kennt der eine oder andere das Problem, aber so eine kleine Küche werde ich mir unten noch einrichten. Mal schauen, wie das am Ende so wirkt. So. Ja, Boden auskleiden ist super spannend. Aber es muss nun mal gemacht werden, verdammt. Ja, auch die Lampen muss ich noch austauschen. Ich möchte gerne, ja, einfach eine Redstone-Schaltung dafür bauen, dass man das Licht an- und ausschalten kann, mit einem Schalter das komplette Zimmer erhellen. Ja, ich will das noch in Zimmern unterteilen, wie ich das unten schon mit dem Studierzimmer begonnen habe. So, das soll ein wenig alles abgetrennt werden. So, der ist auch weg. Warte mal, ein Stack habe ich noch. Dann müssten wir aber schon bald wieder Birken schlagen gehen. Ich glaube, das wird nicht ganz reichen. Wir haben übelst einen Verschleiß an Birkenholz. So. Ups. Total daneben gesetzt. So. Ja, wobei mich... Wenn ihr mich persönlich fragt, ob ich lieber jetzt Vanilla oder die Mod-Welten spiele, muss ich ehrlicherweise sagen, dass mich die Mods momentan mehr reizen als das Vanilla-Spiel. Das kann natürlich daran liegen, dass es für mich relativ neu ist und ich runterfalle. Und dass ich
ja, noch am Entdecken bin, was für Möglichkeiten es gibt, dass das noch spannend ist. Ich meine, Vanilla war auch für jeden wahrscheinlich am Anfang super spannend, alles neu zu entdecken, als es rauskam oder als es sich das erste Mal gekauft hat und ja, das erste Mal Berührungen mit dem Spiel hatte, oder das reicht sogar. Aber momentan ist das echt so bei mir, dass mich die Mods momentan mehr reizen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das eine Phase ist oder ob das ein Dauerzustand ist. So, gut, das Dach hätten wir. Das heißt, jetzt müsste ich mich eigentlich mal... Wobei, wir könnten eigentlich mal den Dachstuhl probieren, oder? Dazu brauche ich... Warte mal, was ist denn das hier für Holz? Ach, ich sehe es natürlich wieder nicht. Das müsste Dark Oak Wood sein. Haben wir da noch was von? Bestimmt. Dark Oak Wood. Ich glaube, die ganzen Fressalien habe ich noch am Marktplatz drüben. Hier ist kein Holz drin. Hier, Dark Oak Wood. Dunkeleiche ist das, glaube ich. Keine Ahnung. Ich spiele die deutsche Version eigentlich so gut wie nie. Weil früher, als ich mit Minecraft angefangen habe zu spielen, ich glaube, das war die 1.2 Beta oder sowas. Ja, ach so, hier müssen wir auch noch einen hochsetzen. Das heißt, wir brauchen hier erstmal ein Halbgeschoss. So. Warte mal, ein Halbgeschoss. Wenn ich ein Halbgeschoss brauche. Mein Zimmer ist übrigens auch gerade unter eine Schräge, deswegen kann ich mal kurz rüberlinsen. Warte mal. Ja, ein Drittel ist noch, ja, circa ein Drittel ist noch, ja, dann lasse ich das so, ne? Warte mal, hier unten sind es 4, glaube ich. Ja, 4 Stück. Ja, das heißt, beim Drittel wäre das ja nur ein Balken. Ich belasse es bei 2. So, jetzt weiß ich natürlich, ja, ist natürlich super. Warte mal. Ich mach das mal kurz wieder weg, damit ich sehe, wo ich die Balken überhaupt ansetzen muss. So, das ist... Ich sammle erstmal das Holz unten wieder ein und breche mir dabei die Beine, weil ich so geil auf Birkenholz bin, dass ich das Verletzungsrisiko eingehe. So. Dann hier noch einmal runter. Ach, guck mal, die ganzen Trägerbalken waren noch gar nicht fertig, oder? Wenn nicht, müsste ich nochmal den Creeperwald ein wenig lichten gehen. Das soll ja ein bisschen eingeebnet werden. Warte mal, hier ist ja alles soweit. Achso, nee, hier ist auch alles schon fertig mit Balken. Warte mal. Ja, das sieht ziemlich fertig aus. Gut. Ich möchte das hier oben im Dachstuhl auch so haben, dass hier so Mittelbalken drin sind. Wobei, das habe ich ja unten, glaube ich, auch, ne? Bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Möchte ich mich nicht drauf einschießen. So, 1, 2... Genau, also 3 Stück von dort ausgehen. Dann sollte das einigermaßen passen. So. Und hier den Schlussstrich ziehen. So, dann kann ich das hier wieder verkleiden. Jetzt muss ich nur gucken, von wo ich hochkam. Von hier. Okay. Das heißt, hier können wir es wieder zumachen. Ach, herrlich, wie da hinten der Wald noch ist, der hoffentlich bald gelichtet wird. So. Hier wieder alles verkleiden. Denn wir wissen ja jetzt, wo wir rüber müssen. So. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich den Zwischenraum gestalte. Ob ich einfach 2 Balken, also, ne, so... Ja, jetzt habe ich natürlich kein Jetpack. Weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich noch nicht. Ich lasse das jetzt erstmal hier. Hier müsste ich natürlich auch wieder alles aufmachen. Erstmal auf, da mache ich einmal jetzt rum. Dann geht das, glaube ich, schneller, als wenn ich hier die ganze Zeit raten muss, wo ungefähr die Balken sind, die Trägerbalken. So. So, die Seite hätte ich. Jetzt noch einmal die Seite. Und die Seite dort drüben. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir so einen kleinen Turm hier noch drauf errichte. Das heißt, eine Hälfte des Hauses noch ein Stockwerk höher gehen lasse. Das weiß ich noch nicht. So als Schlafzimmer, Maisonette, Schlafzimmer, keine Ahnung.
Muss ich mal schauen. Erstmal möchte ich überhaupt das komplette Dach drauf haben und dann kann man ja immer noch weiter ausbauen. Ich meine, angedacht war ja eigentlich, das Haus fertigzustellen und ich glaube, weiter brauche ich auch gar nichts zu machen. Das Haus fertigzustellen und hier müssen überall auch noch Fensterscheiben rein. Also inklusive Dach und Keller. Und dann wollte ich eigentlich wirklich schon so einigermaßen den Server public gestalten. Ja, aber wie gesagt, ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie ich das machen werde. Es ist nicht so einfach, sich Regeln und ja und so weiter dafür auszudenken. So. Zack. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch nur noch stündliche Aufnahmen machen, nicht mehr 2 Stunden Aufnahmen, die dann wochenlang reichen. Einfach um ein wenig aktueller zu bleiben und ja auch noch Zeit für andere Aufnahmen zu haben, denn ich habe jetzt gerade erst, da ist noch Birkenholz, denn ich habe jetzt gerade erst meinen Uploadplan verabschiedet und den möchte ich auch einigermaßen einhalten können. Und dann ist es praktischer, wenn ich die Minecraft-Aufnahmen auch ein wenig, ja nicht zurückfahre, aber ja, nicht mehr so ganz dominieren lasse, denn 2 Stunden am Stück ist schon eine Wahnsinnsleistung von der Zeit her aufzunehmen. Und das ist normales Oakwood, glaube ich, hier. Gut, da ist eine Kuh, die könnte jetzt mal sterben. Genau, mit einem One-Hit. Gut, wie gesagt, in dieser Aufnahme möchte ich den Dachstuhl ein wenig vorbereiten, also in dieser Aufnahme-Session. Und trage ich da oder da ab? Nee, ich würde das hier erstmal lichten, auf der Seite. Ich weiß, ich habe da hinten irgendwo mal angefangen. So, hier haben wir ganz schön viel Zeit verschwendet, das Ganze hier zu begradigen. Sieht noch nicht ganz perfekt aus. Das muss noch... Ja, genau. Deswegen heißt es Creeper-Wald, weil die auch gerne mal Creeper drin lauern. Und Zombies. So, jetzt muss ich natürlich verdammt nochmal aufpassen, denn... Es dämmert. Das ist nicht cool. Da war eine Spinne. Da ist sie. Kommt die noch oder?